Ihr kennt das doch auch. Ihr steht morgens auf, guckt so in den Kleiderschrank, findet nichts und denkt so, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Das ist zu eng, das ist zu klein, das ist zu kurz. Ja, wie man jetzt ein paar Kleidergrößen wegschummeln könnte, zeige ich euch jetzt mit den besten Styling-Tipps für schlankeres Aussehen. Angefangen mit einer Jeansbluse. Naja, eine Jeansbluse haben wir doch alle im Kleiderschrank eigentlich, oder? Wenn nicht, dann sollte eine da mal rein. Und zwar könnte man diese Jeansbluse oder einen Pulli einfach um die Hüften binden. So versteckt man so ein bisschen Hüftgold. Funktioniert richtig gut. Dann haben wir hier ein Pencil Skirt, Farbe schwarz. Wirkt ja auch immer ein bisschen schlanker. Plus Pencil Skirt, das kaschiert ein bisschen breitere Hüfte. Man müsste aber auch gucken, dass der Pencil Skirt zumindest bis zu den Knien hingeht und nicht oberhalb aufhört, weil sonst betont man die Oberschenkel. Somit hat man hier einfach so ein bisschen eine schönere Silhouette und kaschiert dann breitere Hüften und es zieht allgemein quasi den Körper ein bisschen in die Länge. Dann haben wir hier eine Bluse und eine Hose, da geht es eigentlich nicht um den Schnitt, sondern eher um den Ton. Sanfte Töne, das wirkt auch ein bisschen schlanker machend, sage ich an dieser Stelle einfach mal nur. Und auch ein Blazer, allgemein, ob Oversize oder einen sehr klassischen Blazer, das funktioniert sehr gut, wenn man halt allgemein hier rum ein bisschen was kaschieren möchte. Je nachdem, wie lange der Blazer ist, ne, kaschiert man dann auch mehr. Dann kommt es natürlich auch darauf an, was man für Schuhe trägt. High Heels ist ein Klassiker. Ich meine, es macht einfach längere Beine. Ob man es zu Jeans anzieht oder zu einem Rock oder zu einem Kleid. High Heels, wenn man die nicht tragen kann als Frau, übt es. Das entgeht euch echt was. Und das ist wirklich schnell gemacht. Da hat man einfach viel schneller längere Beine. Oder zum Beispiel, wenn man ein Sneaker-Fan ist, dann, wie ich, dann könnte man so eine Hose oder allgemein high-waisted Klamotten anziehen, die eine schmalere Taille betonen. Und dann kaschiert es nämlich den Rest, der ein bisschen breiter ist. Und wenn ihr jetzt zu Hause denkt, wie Alex, was ist denn da breiter? Dann hat es funktioniert, mein Tipp. Das wären auf jeden Fall so ein paar Tipps, die ich euch gerne an die Hand gebe für ein schlankeres Aussehen.